Wenn sie durch die Wellen fahren, fängt das Holz an reiben am Schlauch. Oder? Und da ist so dünner Plastik da. Da ist eine Frage der Zeit, bis die Luft verlieren. Und eben, da siehst du jetzt auch, da hat fast niemand jetzt Schwimmwesten an. Oder? Das war so der erste, was sie in Freudstadt da. Da haben wir wirklich eine, das war heftig, da haben wir wirklich zugeschaut, wie es da einen anderen weggetrieben hat. Und da geht es schnell, bis die wirklich vertrinken, weil sie extrem dehydriert sind. Oder sind irgendwie wochenweise in einem Lager in Libyen mit ein bisschen Reis und Wasser irgendwie durchgekommen. Und dann irgendwie zwei Tage auf dem Meer mit der Sonne. Da hat die keine Kraft mehr. Oder? Das geht sehr schnell. Fabio Zkraken fliegt bis vor die Küste Libyens, um Flüchtlinge und Migranten in Seenot zu retten. Ja, das sind definitiv. Jetzt sind sie ab 1 ein bisschen abgedreht. Die schlenkern ja immer so ein bisschen, weil sie kaum steuern können. Das sind zwei Rubberboats, ja. Was treibt diesen jungen Piloten an, sein Leben für Flüchtlinge und Migranten einzusetzen? Ja, passt. Wunderbar. Genau, genau. Umdrehen, anbremsen und laufen. Laufen. Große Schritte, große Schritte. Genau. Der 32-jährige Ostschweizer nimmt mich mit auf einen Übungshang. Genau, ja, es war gut. Eben. Auf die linke Hand ein bisschen auf und fliegen lassen das Teil. Kommt gut. Der Start war jetzt wirklich perfekt. Gleitschirmfliegen ist sein Leben. Freiheit mit Verantwortung. Das will er als Motto seinen Flugschülern mitgeben. Schöne Flair, schön. Jawohl. Ich bin eher der Kreativtyp, sage ich mal. Es gibt Sachen, da weiss ich, da kann es keinen Fehler leiden. Das ist wie eben auf Kletterexpeditionen, im Gleitschirmfliegen, im Flugzeugfliegen sowieso. Da gibt es Gebiete, wo man keinen Fehler machen darf. Und dort bin ich penibel in der Vorbereitung. Aber ich jetzt grundsätzlich als Mensch, ich bin nicht der, der Ferien plant, zum Beispiel. Ich steige ins nächstbeste Flugzeug, gehe irgendwo hin und dann schaue ich mal, wie es kommt. Also ich bin nicht der, der alles teuer plant, jetzt eben nicht. Es ist Anfang August. Die Zeitungen berichten von rechtsnationalen Aktivisten aus ganz Europa. Sie wollen mit einem eigenen Schiff im Mittelmeer Flüchtlinge und Migranten zurück nach Nordafrika schicken. Fabio wundert sich, was die Flüchtlingskrise so alles produzieren kann. Ja, mich wundern, was mit denen sind ja Menschen auf dem Schiff sind, was mit denen passiert, wenn sie da Leute sehen und ob sie dann vielleicht immer noch so denken. Da würde mich eigentlich fast mehr wundern, ob das bei denen nichts bewegt, ihnen, wenn sie wirklich da mal sehen und die Gesichter sehen von diesen Leuten. Und die Leute sehen, wie die verwundet sind, wenn sie von Libyen herkommen und Spuren von Folter zeigen. Und ich glaube, da braucht dann schon noch mal ein bisschen mehr Kälte, um einen Menschen zurückzuweisen, wenn man ihm ins Gesicht schaut und sagt, kannst du wieder zurück. Zurück. Dieses Wort höre ich in diesem Sommer immer wieder, auch in Chiasso. In dieser Halle landen Migranten, die aus Italien ohne Ausweisdokumente und deshalb rechtswidrig, so die Amtssprache, in die Schweiz kommen. Sie werden menschenwürdig kontrolliert, betont Patrick Benz. Er leitet beim Grenzwachchor die Abteilung Migration. Jetzt haben wir hier einerseits die Spielecke. Finde ich super. Die Mitarbeiter haben noch Spielsachen gebracht. Und dann einfach, ja, tun wir jetzt grundsätzlich alle, wie letztes Jahr auch schon, die Leute, weißt, die verletzt sind, die Kinder, die wir haben, oder die Familie insbesondere, dass sie immer da zuerst rauskommen, haben wir jetzt da ein bisschen so eine Zone gemacht. Doch die Spielecke bleibt leer. Denn Migranten kommen nach Chiasso diesen Sommer immer weniger. Lange müssen wir warten, bis die Grenzwächter an diesem Tag überhaupt einen Verdächtigen aufgreifen. Dieser Schwarzafrikaner hat keine Papiere, gibt aber an, im Zug aus Mailand eingeschlafen zu sein. Eigentlich wollte er schon in Como aussteigen. Die Grenzwächter schicken den Mann nach schneller Kontrolle wieder zurück nach Italien. Mir wird immer wieder gesagt, auch im Flüchtlingssommer 2017 will man in Chiasso nicht einfach Grenzen abriegeln. Ich sehe natürlich schon meinen Auftrag, natürlich auch,
zur Sicherheit beitragen von der Schweiz, sei es im zollpolizeilichen Sinn, im wirtschaftlichen Sinn natürlich oder eben auch im Migrationsbereich, da haben wir einfach unsere Aufgabe. Und natürlich ist es geht nicht allein einfach da Grenzen abzuriegeln, überhaupt nicht. Es ist auch nicht mehr zeitgemäß, oder? Auf dem Flugplatz in Bierfeld treffen wir Fabio Zkraken wieder. Mit seinen Freunden Sam und Flo arbeitet er an einem neuen Flugzeug. Ein guter Kauf, gebraucht mit neuem Motor. Jeder Franken zählt, denn die Maschine wurde auch mit Schweizer Spendengeldern finanziert. Fabio will damit bis an die Südgrenze Europas, um vor Libyen nach Menschen in Seenot Ausschau zu halten. Also eben halt HP und Sea-Watch loggen nebeneinander, oder? Also ist das irgendwie operated by HP Sea-Watch? Denn Flüchtlinge und Migranten kommen weiter übers Mittelmeer. Jetzt wieder auf 100 Meilen raus, oder? Und wir haben es gefunden. Ich kann den Notruf absetzen, denn ich wusste, dass die irgendwo raus sind. 100 Meilen? Mit was für einem Boot? Keine Ahnung. Also. Auch irgendein Holzboot wahrscheinlich. Also. Ich weiß nicht. Haben sie es aber gut gemacht? Ja. Ist später dabei? Ne? Ja. Und es fangen jetzt auch immer mehr Kleine rauszukommen. Es hat jetzt Meldungen von teilweise 3 Leute, die in der Schlauchboot. Ja, ist klar, natürlich Suchgebiete erweitert sich massiv. So, oder? Jetzt im Frühling haben wir relativ eingeschränkt Suchgebiet gekannt. Es wird jetzt natürlich immer grösser, immer weiter. Das heisst, wir sind immer besser daran, dass wir jetzt ein gescheites Flugzeug haben und nicht nur schon am Limit operieren. Die letzten Aufkleber. Und die Suche und Rettung im zentralen Mittelmeer kann wieder beginnen. Auch wenn die Kritik an den freiwilligen Helfern zunehmend stärker wird. Fabio muss immer wieder hören, die privaten Retter würden die Migranten und Flüchtlinge zur gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer verleiten, noch mehr Tote provozieren. Naja, das stimmt. Also, das spüren wir jetzt schon länger, ist natürlich für die Spenden. Einnahmen, die essentiell sind, merkt man natürlich massiv, dass die zurückgehen und dass die Stimmung nicht sehr offen ist für die Arbeit, die dort unten geleistet wird. Und Mitstreiter Sam meint, für die Gesamtorganisation muss einfach bewusst sein, dass wir eine Angriffsfläche sind für viele. Weil es Leute gibt, die damit nicht einverstanden sind, was wir machen. Und die Angriffsfläche heisst für mich speziell, dass wir das möglichst klein halten, dass wir nicht diesen Gründen bieten. Und das ist auch ein ganz grosser Punkt, wieso wir immer wieder betonen, dass wir unpolitisch sind. Wir wollen uns gar nicht auf politische Diskussionen einlassen, sondern uns geht es ums Retten. Ums Retten von Menschenleben. Und dass die Situation, die vom Mittelmeer herrscht, nicht tragbar ist. Vielleicht auch, weil in ihrer Heimat alles so heil und geordnet scheint? Im Appenzellerland in Bühler haben Fabio und Sam ihre Gleitschirmfliegerschule. Hier planen sie auch die humanitären Einsätze. Fabio ist da ganz genau. Er weiß, sehr viele Augen schauen momentan aufs Mittelmeer. Die libysche Küstenwache hat den privaten Rettungsschiffen sogar verboten, zu nah an ihrer Küste zu operieren. Auch deshalb wird Fabio jeden Flugeinsatz genau ankündigen. Es war natürlich mitunter eine Überlegung von Anfang an, dass wir offen kommunizieren, wenn wir wo fliegen. Und dass es so komplett einsehbar ist für alle Beteiligten in dieser Region. Also da hat es natürlich den direkten Kontakt gegeben. Und da geht es auf E-Mail-Adressen, die die zuständigen Leute haben. Das ist natürlich auch für die NGOs ist das natürlich auch noch wichtig, für die Rettungsschiffe, dass sie wissen, wir sind in der Luft. Und wenn sie ein Problem haben oder etwas suchen, dass sie es dann erreichen können. Und da steht auch alles drin, wie sie uns erreichen können, auf welchen Frequenzen. Dass sie auch wissen, sie haben uns zur Verfügung für ein Instrument sozusagen, wenn sie Unterstützung brauchen. In Chiasso kontrollieren die Grenzwächter inzwischen die Züge, die aus Italien kommen. Zu viert führen sie einen kräftigen Mann ab. Patrick Benz bleibt ruhig und konzentriert. Alltag an der Schweizer Südgrenze.
Er war vorne, wir haben die blockierte Tür gehört, wie sie unsere Kollegen auftun wollten und er sie blockiert hat. Ja. Wir sind dann gekommen und in dieser Zeit haben sie die Tür aufgebracht, hat sich ja in der Toilette verstecken. Der Mann wird identifiziert. Seine Fingerabdrücke werden mit der Datei des Grenzwachkorps abgeglichen. Monsieur? Monsieur? Venez au bureau, s'il vous plaît. Dann geht es zum Gespräch. Warum ist er in die Schweiz gekommen? Hier wird entschieden, ob der Aufgegriffene an die Italiener Rück- oder ans Staatssekretariat für Migration weiter überwiesen wird. Schnell stellt sich heraus, der Mann ist kein Unbekannter. In Italien gibt es einen Platz, um zu dormieren. Il dit aussi qu'il y a des amis en Suisse. Okay, okay. Ja, das ist fünfmal jetzt. Ja. Und eben verschiedene Namen gebraucht, das Geburtsdatum gleich. Zweimal da schon versucht, einmal hat er ein Asylgesuch gestellt. So wie es scheint, hat er es nachher zurückgezogen. Und ist nachher weitergereist und dann hat er wieder versucht, bei uns einzureisen und jetzt fünfmal. Klar, jetzt mit seiner Begründung, die er gegeben hat, die Rückübernahme, die italienische Kollegen und dann wird er übergeben noch. Für ihn heisst es zurück. Der Ansturm an die Schweizer Grenze bleibt heute aus. Die letzten Stunden am Flugplatz Bierfeld. Fabio hat nur noch den TÜV-Termin, dann sind alle Papiere für das Flugzeug bereit. Was noch fehlt, ist die Verabschiedung von den Spendern und Helfern, die dieses Hilfsprojekt überhaupt erst möglich gemacht haben. Aber jetzt ist echt geil, vor allem auf den ersten Flug, den Alter rein, Taufe und dann auch bin ich Einsatz in der ersten Woche. Bin ich sehr gespannt, so mit dem eigenen Baby. Im Hangar des Fliegermuseums von Altenrhein wird das neue Flugzeug vorgestellt. Ich spüre die Vorfreude bei Fabio, seinen Freunden, Verwandten und Förderern. Auch wenn Vater und Mutter schon ihre Sorgen haben. Mit der Libyen, wenn ihr jetzt wirklich akut bedroht wärt, was können wir von hier aus machen, jetzt im Hintergrund? Ja, nicht viel mehr. Wir müssen unsere Informationslage gut beurteilen und unsere Evaluation machen. Aber aus der Schweiz kann man eigentlich nicht viel machen. Von der Schweiz könnte man jetzt politisch nichts machen. Nein, oder müssen wir da irgendwo... Wir könnten gerne nichts machen. Nein. Als Draufgänger tritt Fabio auch heute nicht auf. Ruhig und überlegt schildert er sein Hilfsprojekt. Das erste, das allererste Boot, das wir gesehen haben. Das war wirklich ein schöner Moment, wo wir gewusst haben, die Idee funktioniert. Es funktioniert. Wir können das Boot sehen, wir können Leben retten. Und das war manchmal doch auch wichtig, gerade für uns, wo wir manchmal so ein bisschen Abstand haben zu der ganzen Sache. Ja, was da unten läuft und dass da Menschen sind und Kinder sind und Familie sind. Das ist so ein Bild, wo wir aus der Luft sehen, da sehen wir leider regelmäßig. Das war ein sehr schwieriger Einsatztag, wo auch Räder dabei waren. Wo wir wirklich aber auch viel können bewirken konnten. Wir konnten bis jetzt 1'500 Leute direkt das Leben retten. Das sind wirklich direkt Leute, die in Seenot waren, die ohne Luftaufklärung keine Chance hätten. Und wir sind bei der Koordination, das ist so eine Rettungskoordination in der Luft, ungefähr bei etwa 18'000 Personen dabei gewesen. Ja, darum vielen Dank, alle. Wenn ich mit dem Fabio rede, wenn ich sein Engagement spüre, seine Passion mit seinem Herz, wenn er mir erzählt, dann weiß ich, dass das sein Traum ist. Es ist nicht eine Illusion zu leben oder etwas, das nicht realistisch ist, sondern es ist so am grossen Ganzen etwas zu bringen, für die Menschen etwas Gutes zu tun. Und darum spüre ich das auch wirklich als sein Anliegen. Es ist nicht nur sein Traum, sondern es ist sein tiefes Anliegen. Es wird ernst. Mit einem befreundeten Fluglotsen aus Deutschland fliegt Fabio vorbei an Rigi und Pilatus Richtung Süden. Das Ganze hier rechts rum, Heading 160. Bist du die drei Berge und links davon? Also ja. Der gerade links kommt, die schwarze Wand, das ist die eigene Nordwand. Geil. Das Wetter für die Alpenüberquerung passt. Ein letzter Blick auf den Gotthard. Und Fabio denkt schon ans Mittelmeer, sein Einsatzgebiet. Ja, wir haben aber dem Flugzeug speziell den Notschirm drin.
die uns ermöglichen, in einem Notfall, wo das Triebwerk aussteigen sollte, sicher zu wässern. Das heisst, wir können hier den Notschub auslösen. Bei diesem Blick kommen mir Notsituationen gar nicht in den Sinn. Denn Fabio legt Musik auf. Vorbei an Sizilien ins südliche Mittelmeer. Zu schön der Blick auf Gozo. Der Anflug über Malta. Nach 6 Stunden Flug und einem Tankstopp, Touchdown im Einsatzgebiet. Fast ein bisschen Heimat. Kommt schon fast bekannt vor. Wir haben jetzt mit dem eigenen Flieger, endlich mal mit dem eigenen Flieger und können jetzt wieder in Einsatz. Ist Hotel Mike, Mike, vacated ground 121, decimal 6, goodbye. Hotel Bravo Kilo Mike Mike. Die Maschine mit ihrer Kennung aus der Schweiz rollt in die neue Wahlheimat. Nach einem langen Flug endlich am Boden, endlich Beine ausstrecken. Die Ruhe währt nur kurz. Auf Fabio warten Formulare. Denn das Flugzeug muss betankt sein. Für den ersten wirklichen Einsatztag. Den fliegt der Schweizer mit Maria von der deutschen Rettungsorganisation Sea-Watch. Ein langer Tag geht auch in Chiasso zu Ende. Patrick Benz macht eine letzte Kontrollfahrt. Auch oberhalb des Bahnhofs ist mit Migranten zu rechnen, auf alten Schmugglerpfaden. Es sind natürlich einerseits Schleppergruppierungen, die jetzt wieder aktiv geworden sind, weil die Nachfrage einfach nach einem Schlepper nach wie vor hoch ist. Es ist natürlich auch, weil wir ein entsprechendes Kontrolldispositiv haben, wo die Leute dann ausweichen. Das kennen wir immer, wenn wir natürlich Schwerpunktkontrollen machen, dass eigentlich auch die Gegenseite ausweichen auf alternative Wege, auf kleine Grenzübergänge oder eben ganz vereinzelt im Moment noch auf, auch im Zwischengelände der grünen Grenze. Die Grenzwächter müssen jedem Hinweis nachgehen. Das ist oft mühsam, lädt aber auch ein, in der Ruhe der Nacht über die Hektik des Tages nachzudenken. Man hat den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Man sieht manchmal auch nicht sehr schöne Sachen. Und dann gibt es doch auch Momente, eben, wo man als Grenzwächter auch mal darf, eben vielleicht dort schauen, wo man sonst schafft und einen Moment kann darüber studieren kann und gleich auch überzeugt ist von seiner Arbeit und seinem Beitrag, den man leisten kann. Migranten oder Flüchtlinge sind in dieser Nacht keine mehr gekommen. Chiasso bleibt in diesem Sommer ruhig. Auffallend ruhig. In Malta ist Fabio schon wieder auf den Beinen. Zum ersten Mal wird er heute mit seinem neuen Flugzeug als Luftaufklärer private Rettungsorganisationen unterstützen. Jene NGOs, die im Mittelmeer nach Migranten und Flüchtlingen Ausschau halten. Hotel Mike Mike, ready for taxi and to copy clearance. Maria wird den Kontakt zu den Rettungsschiffen halten. Auf uns wartet ein großes Suchgebiet. Was speziell ist, es hat sich recht viel verändert in den letzten Wochen und Monaten. Das heisst, die libysche Küstenwache hat unilateral ihr Einflussgebiet, sage ich mal, ausgeweitet bis aufs internationale Gewässer raus. Und es ist auch schon verschiedentlich zu Drohungen gekommen und zu Gewalt gegenüber den NGOs. Und so haben sich die NGOs jetzt immer weiter von der Küste zurückgezogen. Was natürlich zur Folge hat, dass das Einsatzgebiet viel grösser wird. Das heisst, wenn man irgendwo weiss, von einem gewissen Punkt legen die Flüchtlingsboote los, streut sich da natürlich extrem viel weiter, wenn das Suchgebiet auf einmal sehr viel weiter von der Küste weg ist. Was für das Schiff sehr schwierig macht, dass sie teilweise 6 Stunden haben von einer Position zu einer Position von so einem Boot in Seenot. Nach nur einer Flugstunde naht die libysche Küste. Jetzt sind schon die Hochhäuser von Tripoli. Fabio meldet sich bei der libyschen Flugkontrolle. Request to enter your control zone for search and rescue reasons, operating 1000 feet.
Weit in internationalen Gewässern stoßen wir auf das erste private Rettungsschiff. Ich hab's wieder. Ja, hast du's wieder? Ja. Okay, dann guck du mal drauf. Und ich östlich von Tripoli dann Flüchtlingsboote. Ungefähr 700 Meter. Ah, ja. Das sind definitiv, jetzt im Sound Art 1 hat ein bisschen abgedreht. Zweites Target auf 1 Uhr, aber das ist alles ziemlich nah. Ein weißes Schlauchboot voller roter Punkte. Menschen mit Schwimmwesten. Hast du es drauf? Maria dokumentiert und meldet die Position des Schlauchbootes an die Rettungsschiffe. Das Boot, was wir jetzt gefunden haben, ist noch in einem relativ guten Zustand. Der Motor läuft noch. Das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Boote nicht seetauglich sind und auch so noch genug Unfälle passieren, respektive mit dem Benzin und Salzwasser gibt es so eine ätzende Lösung, wo meistens Beifall ätzt von diesen Leuten. Ein privates Rettungsschiff nimmt Kurs auf. Am Ende des Tages werden 228 Flüchtlinge und Migranten auf offener See gerettet. Für Fabio hat sich der erste Einsatztag mit dem neuen Flugzeug gelohnt. Zurück in Malta heißt es, Stress abbauen. Da ist einfach warm, ich kurze Hose mit dem Meer. Extrem ruhig, ruhige Luft. Und man kann einfach ausspannen, ohne viel überlegen. Fabio hat ein Anliegen. Das lebt er. Grenzenlos.